jetzt wie angesprochen, nicht nur, aber vor allem für Listenhunde wie Rottweiler verschärft worden mit Leinen- und Beißkorbpflicht. Das soll ab jetzt schwerpunktmäßig kontrolliert werden und da lässt die zuständige Stadträtin Uli Siemer von der SPÖ heute aufhorchen. Gegenüber Wien heute deutet sie an, Ziel sei es, dass es in Wien überhaupt keine Listenhunde mehr gibt, berichtet Susanne Kitzi. Die jetzt einmal zweiwöchige Schwerpunktkontrolle, heute auf der Donauinsel vorgestellt, soll Signalwirkung haben. Auch wenn das kein Listenhund ist. Veterinäramt und Polizei sollen kontrollieren, ob Leine und Beißkorb bei Listenhunden angelegt sind. Herrl oder Frau den verpflichtenden Führerschein nachweisen können und sie können einen Alkotest vorschreiben. Diese Alkofortests, die sind eigentlich immer vor Ort mit und so eine Kontrolle ist innerhalb weniger Sekunden zu machen. Bei 0,5 Promille liegt die Grenze. Anzeigen bis hin zur Abnahme des Hundes können Konsequenzen sein. Die Zucht von Dogo Argentino, Rottweiler, Bullterrier und Co. ist verboten. Der verpflichtende Führerschein ist befristet worden und muss nach 2 Jahren wiederholt werden. Was mit der Volksbefragung über die sogenannten Kampfhunde vor 9 Jahren mit dem Führerschein in die Wege geleitet wurde, soll zum Aus für die Listenhunde in Wien werden. Ist Ihr langfristiges Ziel einfach, dass es so wie in anderen Städten auch keine Listenhunde mehr in Wien gibt? Also mein langfristiges Ziel ist, dass die Menschen und vor allem die Kinder in dieser Stadt sich sicher fühlen können. Dafür haben wir noch einmal an den ganzen sozusagen Schrauben des Gesetzes gedreht. Und natürlich ist es attraktiver geworden, mittlerweile in Wien einen Hund zu halten, der nicht auf dieser sogenannten Kampfhundeliste steht. Und das ist schon ein gewisser Lenkungseffekt, den ich mir dadurch erhoffe. Ja? Also ja. Ja. Eine Stadt ohne Listenhunde soll es also werden. Offiziell gibt es 3.300 in Wien, das sind 6% aller Hunde. Und für massive Behinderungen im Abendverkehr.